Folge 105 oder 106? 106. 106, der beleuchtete Brüder spielen Bloodborne. Bloodborne, Bloodborne. Eben war schon ein Bonus, jetzt kommt noch ein Bonus. Eben war Bonus? Ja, das letzte Video habe ich schon als Bonus angekündigt, weil wir so gebannt waren. Jetzt bin ich noch viel mehr gebannt. An dem, was hier los ist. Da ist noch eine Tür. Also noch mehr Bonus auch. Ja, das sind alles keine Türen. Das sind auch, ja, hast recht. Für erstklassige Bildqualität wird empfohlen, ihre Spielkonsole mit einem anderen HDMI-Port zu verbinden. Lebt der Rabe noch? Nein. Hä, Moment mal ganz kurz. Wie komme ich denn jetzt wieder da hoch? Gar nicht, du bist runtergedroppt. Ja, aber ich muss doch irgendwie wieder da hochkommen. Nee. Doch. Ja, stimmt. Mit der Leiter. Ich habe noch die zweite Leiter gefunden. Ja, wo ist die? Die müsste jetzt rechts sein. Aber jetzt hinter dir. Da ist sie tatsächlich. Krass. Nee. Nee. Da, auf der anderen Seite. Absteigen. Ich will aber hochsteigen auf der anderen Seite. Ja, warum willst du hochsteigen? Da ist ja nichts. Vielleicht haben wir jetzt die Treppen so verändert, dass wir unten weiterkommen. Ich habe doch da. Habe ich oben denn schon alles gesehen? Ich glaube ja. Bist du sicher? Nein. Ich kann mir eher vorstellen, dass wir sie noch. Nein, da war doch noch ein zweiter Weg. Und es ist nicht die von der anderen Seite. Hier musst du droppen. Also da war doch mindestens noch ein zweiter Weg. Ich hätte gedacht, dass du jetzt vielleicht, dadurch, dass du die Leiter, die Treppen verändert hast, jetzt unten einen Zugang zu anderen. Das kommt bestimmt noch, aber ich glaube, ich habe hier oben noch nicht alles gesehen. Okay, okay. I swear by the moon and the stars in the sky. I'll be there. Was sagt mir dieser hier? Hinweis. Nutzlos. Schau mich bloß nicht an. Okay. Nee. Also, da geht's runter. Hier ist Leichensackmann. Da hast du gedreht. Und hier habe ich gedreht und bin ich gedroppt. Da bist du gerade ausgedroppt. Ja, du hast recht, da ist tatsächlich nichts mehr. Das heißt, du musst jetzt die Leiter runter, die ich andere? Ich muss auf die Treppen. Kannst du dich hier irgendwie sinnvoll droppen? Erstmal leite ich hier runter. Oh. Klecksding. Jetzt musst du quasi da hinten wieder hin. Nee, komm schon. Ja, weiß man doch nicht. Die Treppen haben sich doch verändert. Alle Treppen haben sich verändert. Ach so, ich dachte, du musst jetzt vielleicht die andere. Ja, so geht's natürlich auch. Die andere Leiter da hinten runter. Guck mal jetzt nach oben, wo die hinführt. Ich finde auf diesen Querbalken da, oder? Ich weiß nicht, welche du meinst. Eine die, die du eben nicht gegangen bist, die da. Ja, okay, ich habe sie gesehen. Du meinst, ich soll da ran? Ja. Das wäre meine Vermutung. Weil das sozusagen ein neuer Pfad ist, der vorher nicht möglich war. Dann musst du jetzt hier. Ach, wie kommst du denn da hin? Drop, drop. Ja. Hier. Ist auch nichts. Ja, wenn ich sage, wofür sind diese Leiter da? Da ist der Tod. Meistens, wenn du sagst, ich soll da und da hingehen, ist es falsch in diesem Spiel. Nicht nur in diesem Spiel. Auch im echten Leben. Wenn du mir Richtung und Kompass geben willst. Ah, die Krallen meiner Katze bohren sich in meine Hand, in mein Bein. Merkwürdig. Sehr merkwürdig. Ich glaube, ich muss noch weiter runter. Ich glaube auch. Und war hier eine Leiter? Auf der Seite? Aber wozu ist denn... Nee, oder kann ich von hier droppen? Oder hin? Ja. Aber... Oh. Aber wozu war es denn eine da? Truhe. Nicht, wozu diese Leiter da ist, diese zweite. Ach, hör auf, an die Leiter zu denken. Vielleicht war das war die Führung. Hör auf, daran zu denken. Hör auf, daran zu denken. Hör jetzt auf. Feinschlag, Punz, Blut, Edelstein. Was ist das da? Sowas hier, haben wir schon mal gesehen, hat auch nichts gebracht. Ja, du hast mir schon mal was kaputt gemacht, was da eine Falle war im Nachhinein. Ja, das war aber nicht so eine Gerätschaft. Okay, jetzt die andere Treppe runter. Nee, nee. Ja, ganz ruhig. Oh, da bin ich. Ich bin immer noch ein Mensch, behandle mich auch so. Wie behandle ich dich denn? Wie als, eine Dogge? Ja, wie eine Dogge. Wie Snoop Doggy Dog. Hier sind aber lauter Leichen. Hier war ich, habe ich schon gewütet. Hier sind auch irgendwelche Fallen. Ja. Ist jetzt vielleicht unten? Hast du vielleicht den Boden hochgehoben? Den Boden hochgehoben? Ja, das ist so. Guck mal, ich habe die Tür aufgemacht.
Und hier ist eine Falle. Boah, warte mal. Das ist keine Falle. Wo kommst du her, Alter? Den habe ich eben schon gesehen irgendwo. Wo fährt das hin? Runter. Fahren wir da schon? Wenn du jetzt wieder ganz oben bei der Tür rauskommst, schon. Nö. Ah, hier ist der zweite. Der zweite Fahrstuhl. Der zweite Fahrstuhl. Das ist nice. Da gehe ich wieder rein. Ja, aber wieso lebte der denn jetzt wieder? Weil wir offensichtlich. Nee, der war schon tot. Ist das ein anderer Raum, der genauso. Nein, das wird doch genau das sein hier. Vermute ich auch. Das würde auch von der Spielzeit her hinkommen. Das kannst du ihn wieder zurückfahren lassen, wenn du klug sein willst, was du sein wolltest. Und du hast recht. Sehr guter Hinweis. Okay, das heißt, hier muss es ja dann zügig weitergehen und wie ich das Spiel einschätze, Richtung Endboss. Ja. Des zweiten Gebietes. Das wäre doch ein schöner Abschluss jetzt. Oder wenigstens Vorsicht vor Falle. Das war alles schon erledigt. Ich habe alle Fallen schon erledigt. Geht jetzt hier ganz. Soll ich mal hier weiter? Da, fette Tür. Tropf, tropf, tropf. Ja, tropf ruhig. Wo ist eine fette Tür? Da. Fette Tür. Was du da hin? Mit Droppen auf jeden Fall. Ohne Droppen nicht. Moment mal ganz kurz. Wie sieht denn das jetzt aus hier unten? Da ist Dick, Mann. Der schon wieder. Kann nix. Uiuiui, aber der kann was. Aber ich finde es interessant, dass es jetzt einen Standard-Mob-Hunter gibt irgendwie schon die ganze Zeit. Ne, der hat auch einen Blutsamen. War das ein richtiger? Oder droppen die Hunter die Dinge einfach? Nee. Das muss ein richtiger gewesen sein. Komme ich denn von hier aus jetzt ganz nach unten? Weiß ich nicht, aber geh mal zu der großen Tür. Nee, ich will mal ganz kurz gucken, bevor ich da hingehe. Ach nee, es ist nur die eine Tür nach unten. Okay, aber dann kann ich ja einfach am großen. Ich habe versagt. Ich habe versagt. Bitte, Maria. Muss ich die jetzt irgendwie anders öffnen? Nein, kann ich mit X. Wenn niemand gleichzeitig redet. Ich weiß nicht, ob das jetzt so. Lebendige Misserfolge. Oh, ist das der erste Massengegner hier von Bloodborne? Nee, wir hatten doch schon. Bin ich schon ein? Naja, die Hexe von Hembrick war ein bisschen Massengegner. Gleich explodiert was. Zweitig töte ist gleichzeitig. Overpowered. Lebendige Misserfolge. Krass, das sind die, weil die Experimente hatten. Das sind diese Augenleute, weißt du? Ja. Die haben keine Augen. Das ist ein ziemlicher Misserfolg aus Williams Sicht. Oh, der hat ja krass zugesetzt. Da passiert was rechts. Ja, da ist noch einer gewesen, der schießt so ein Ding, wie die immer schießen. Das sind jetzt zwei auf einmal, das ist die Schwierigkeit. Da ist noch einer. Oder drei auf einmal, ja. Dunkelheit. Ich kann nichts sehen. Aber töten kannst du weiterhin. Nicht, was passiert. Kometen aus Eis. Oh, das ist ja lieber Endgame. Ich meine Infinity War. Weg. Also die machen schon gut Schaden. Die werden immer mehr. Am Anfang dachte ich, das ist jetzt hier schon wieder gar kein Problem. Weg. Überall werden, es ist schrecklich. Es sind nicht mehr viele. Die haben nicht mehr so viele. Nein, doch, es sind super viele. Nein, aber es so viele, kommen nicht mehr so viele nach, meine ich. Woher weißt du das denn? Wegen der Leistungen. Es wird ja immer weniger. Das ist auch nur 6 Blutfiolen. Ist das wahr? Ja, 5. Ein bisschen gearscht. Es können jetzt keine neuen gespawnt. Da ist gerade ein neuer gespawnt, in dem Moment, wo du das gesagt hast. Ja,
Also sie haben so wenig Energie. Vielleicht spawnen die unendlich nach, bis ihre Energieleiste zu Ende ist, weißt du? Damit es nicht am Ende nur noch einer ist. Sonst zu easy wäre. Ich ase nochmal. Ja. Yes, genau so war es. Ja, astraler Urturm. Erster Versuch. Boss. Geil, 85.000, jetzt kann ich tatsächlich gleich nochmal zwei Level nach oben steigen. Da ist eine Lampe und eine Türe. Mach mal die Lampe an. Das war ein geiles Gebiet, oder? Super geil. Da musste man richtig aufpassen und irgendwie war es doch... Ich habe jetzt ganz am Ende es vielleicht nicht so richtig durchschaut und verstanden. Drück mal X, bitte. Ja, ich auch nicht. Da ist die Glocke. Ja. Was sagt die Uhr? 8 Minuten und halb. Na, da ist... Können wir nochmal rein sneak peeken. Mhm. Okay, aber dieser Endboss war besonders, aber jetzt auch nicht so super geil. Nee, das stimmt. Aber es sah hübsch aus mit diesem Sonnenblumenfeld. Aber der erste Boss war vom Design her halt Knaller. Ja. Was wolltest du haben? Stärke. Nee, Vitalität. Weil das so krass war. Oh, 3000 fehlen uns. Die holen wir uns auch noch. Aber jetzt wirklich mit dem kleinsten. Ha! Sehr gut. Jetzt machen wir auch Ausdauer auf 30. Nur damit wir auch da 30 haben. Ich bin so froh, dass wir diesen DLC noch gestartet haben. Ja, ich auch. Das Gesamterlebnis irgendwie auch noch viel cooler. Lichtholzgarten. Und es ist wohl übrigens, es ist tatsächlich so, ne? Wir, im Traum des Jägers hat sich jetzt diese eine Tür geöffnet, wir müssen da hochrennen und da ist direkt der Endboss. Ah, ja. Wir haben wirklich unmittelbar vorm Endboss, unmittelbar davor, sind wir da hingegangen. Also ja, wir sind sicherlich ein bisschen overpowered. Was für ein dichtes Spiel mit so vielen Eindrücken und Orten und. Ja. Aber wenn wir hier im DLC übrigens nicht, wie ich vermute, eine dritte, das sieht ja schon wieder super nach Boss aus, eine dritte Nabelschnur finden, dann müssen wir die nochmal suchen, bevor wir zum Endboss gehen. Müssen wir doch nochmal in dieser Ding da runter, in der Werkstatt da runter hüpfen. Ja. Das ist Maria. Schätze ich mal. Kann sehr gut sein. Sie ist ein Jäger gewesen. Oder ist sie immer noch einer? Unsere Brille. Offensichtlich ist die Leiche keine richtige Leiche. Oh, ich kenne das gut. Die Geheimnisse so süß locken. Nur ein ehrlicher Tod kann euch heilen. Sehe ich anders. Fürste Maria des astralen Uhrturms. Boss nach dem Boss? Boss nach dem Boss. Das ist einfach nur ein Jäger. Ich vermute nicht, dass das einfach nur ein Jäger bleibt. Oh, Baller. Und kann geile Sachen. Ich habe irgendwie das Gefühl, von der Geschwindigkeit her brauchst du auf jeden Fall dein kleines Schwert. Ja. Aber von der Reichweite brauchst du dein großes. Geil. Oha. Da hättest du irgendwie gut schießen können gerade. Weil sie so ausholen. Ja, jetzt siehst du. Geil, Alter. Gut, dass du mich daran erinnert hast. Boah, Harakiri. Bring sie um. Guter Tipp, aber ich hätte es sowieso versucht. Boah, krass. Schnell. Ich hab das geahnt. Sie hat so ausgeholt. Okay, sie bleibt eine Jägerin, aber sie wird eine wesentlich krassere Jägerin. Ja. Kann ich das nochmal versuchen? Ja, ne? Geil, geiler Fight. Man hat das Gefühl, das ist so auf Augenhöhe. Und nicht so ein riesengroßes, turmhohes Monster, wo man einfach immer nur auf die Füße haut und irgendwann ist es tot. Sondern wirklich buchstäblich auf Augenhöhe. Ja, was ja auch, also ja, buchstäblich und. Figurality.
Wie heißt das? Figuratively. Ja. Ey, hallo, gleich. Ich dachte, wir sagen uns erstmal Hallo oder so. Oh, 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 oh. Zack, zack, zack. Hack, hack, hack. Komm zurück. Stichangriff. Zur Seite. Danke, das ist genau der. Super aggressiv auch. Heftig. Mhm. Oh, verzögert. In den Rücken. Ist die, wo die. Meinst du, das ist der Final Boss of DLC? Das glaube ich nicht. Dann haben, gibt es also. Es gibt drei Gebiete, das weiß ich. Und drei Gebiete. Waren nur in zwei Gebieten. Ja, nicht, dass der Glockenturm als ein Gebiet gilt, weil da ein eigener Endboss ist. Was sagt die Zeit? 3,5 Minuten. Ja, kann ich nochmal. World Information. Locations Overview. The Old Hunters. Hunter's Nightmare, Research Hall und Fishing Hamlet. Fishing Hamlet? Ja. Ja, es gibt zwei Bosse in der Research Hall, nämlich Living Failures und Lady Marie of the Astral Clock Tower. Ah, oh, das dachte ich einfach ganz gut. Aber wir haben offensichtlich einen Boss in Hunter's Nightmare übersehen. Echt? Mhm. Der ist da, wo wir, wo, weißt du? Nein, natürlich nicht. Wo wie Karin Amelia war, wo dieses Ding, das da lag, das ist der Boss. Und was hätten wir damit machen können? Wir standen noch davor und haben geredet und ich habe darauf eingeschlagen. Da haben wir übrigens das Augenamulett bekommen, was wir da eingesetzt haben. Ah ja. The body is inactive. Once Lawrence's skull is acquired, coming back to the arena and approaching his body will initiate a cast. Ach, Lawrence's skull? Lawrence's skull. Lawrence's skull. Haben wir nicht. Wo gibt's den? After activating the altar, wenn man den Elevator, so kann man ihn zurückfahren. Und dann soll man ihn wieder hochfahren. Und dann findet man den. Welcher Elevator? Da, wo wir in das Gehirn den Augen reingemacht haben. Ah ja. Wenn wir den wieder zurückfahren und ihn dann wieder hochschicken, aber wieder runterspringen, dann kriegen wir den Schädel. Wer kommt denn auf die Idee, das da nachzugucken? Und dafür einen Boss zu designen dann. Ja, wirklich. Okay, Fürstin Maria ist mir heute zu krass. Da machen wir beim nächsten Mal weiter. Das ist, wie ich finde, ein guter Abschluss. Was? Ja, Mann. Voll. Also, wir haben viel geschafft. Ja. Wir haben zwei ganze Gebiete gecleared fast. Bis auf zwei Bosse. Aber ansonsten haben wir gut abgeräumt. Und ich freue mich aufs nächste Mal, wann auch immer das sein mag. Willst du noch mal deine Socken in die Kamera halten? Die sind nämlich spektakulär gut von der anderen Seite. Ja, geht. Das sind kleine Herzen. Ja. Kleine. So doll liebe ich euch alle. Gestrickte Herzen. So viel Herzenliebe. We love you. Bis zum nächsten Mal. Und peace out.